element of fun. Fun, fun, and the thing is done. Und wenn man das als Grundlage seines Lebens nimmt, guckt, dass das, was man macht, auch etwas ist, was man gerne tut, dann ist man meistens auch gut. Wenn man mal morgens schon aufsteht und guckt, wie Irene jetzt gerade, dann wird das nichts. Deswegen ist es wichtig, dass wenn man etwas macht, dass man es gerne macht, dann ist man auch gut. Und wenn wir uns das angucken, dann ist es so, dass wir im Bezirk Hamburg-Mitte einen Migrationsanteil haben von ungefähr 46%. Das ist verdammt viel. Und es gibt kaum ein Land auf der Erde, was im Bezirk Hamburg-Mitte nicht irgendwie vertreten ist. Und bei uns ist es vollkommen in Ordnung, wenn man einen Migrationshintergrund hat aus Ghana, aus Kamerun. Mein Migrationshintergrund ist viel schwieriger. Ich komme aus Bremen. Aber man muss sagen, ich bin relativ gut integriert und man hat mich auch in den Bundestag gewählt. Sogar hier. Das heißt, es spricht für die Weltoffenheit und Toleranz der Hamburger. Wenn Sie mal auf die Zelle gehen, da sind die Auswandererhallen. Da können Sie Zitate an der Wand sehen. Und da steht ein Zitat: Die Deutschen sind Integrationsverweigerer. Benjamin Franklin, 1749. Das heißt, überall, wo Deutsche auftreten, benehmen sie sich wie Deutsche, reden sie Deutsch, bauen ihre Kirchen, essen ihr Schwarzbrot und ändern sich überhaupt nicht. Das haben wir in den letzten 250 Jahren immer wieder gemerkt. In Amerika haben die Chinatown, Little Germany, Little Italy, gibt es alles. Was sagt uns das? Dass die Menschen, die in ein anderes Land gehen, sich natürlich dahin begeben, wo andere Menschen sind, die ähnlich sind wie sie. Dass sie mit diesen Menschen dann auch was gemeinsam machen, dass man Familie sucht, dass man sich gemeinsam fördert, dass man sich gemeinsam unterstützt. Das ist nicht neu, das ist nicht originell. So sind Menschen. Und das ist auch gut so. Und deswegen ist es auch wichtig, deswegen bin ich deswegen auch für die Einladung dankbar, aber auch dafür, dass das hier aufgerichtet wird, dass diese Veranstaltung dazu dient, dass man sich gemeinsam unterstützt. Als Sozialdemokrat weiß ich, gemeinsam sind wir stark. Und das ist hier genauso. Es gibt viele Dinge, die kann man alleine nicht schaffen, aber die kriegt man hin, wenn man das zusammen macht, wenn man gemeinsam zusammensteht, solidarisch ist und weiß, dass man sich auf andere Menschen verlassen kann. Und deswegen sind diese Veranstaltungen so wichtig. Nicht nur, weil es einige gibt, die aufgezeichnet werden, sondern weil es ganz viele andere gibt, die sie unterstützen. Weil man hier gemeinsam steht, weil Hamburg ist zwar schön, die schönste Stadt der Welt, aber Hamburg kann auch ziemlich einsam sein. Und wenn man hier alleine ist und hat keine Ausbildung oder sucht einen Beruf, dann kann das schon ziemlich elendig werden. Und es gibt Communities, die stehen zusammen und helfen sich gegenseitig. Und hier ist es so, dass das auch in der Community, die wir uns vor uns haben, so sein sollte. Vielleicht könnte es auch so sein und es könnte auch besser sein. Aber verglichen mit anderen, glaube ich, ist hier viel Luft nach oben. Und deswegen ist das, was Desmond hier macht, wichtig. Weil das ist nämlich ein Schub. Die afrikanische Community ist, zersplittert, wie sie ja auch ist, in Hamburg nur sehr selten sichtbar. Deswegen sind wir stolz darauf, dass Irene in der Bezirksversammlung sitzt. Deswegen sind wir stolz darauf, dass Politik auch wichtig ist, weil man über Politik am Ende eine Gesellschaft auch verändert. Und deswegen glaube ich, dass man nicht nur zusammenstehen muss, sondern auch, dass man sich organisieren muss. Dass man Menschen aussucht und wählt und Interessen vertritt. Dass man sich nichts gefallen lässt. Dass man Spaß dabei hat. Und als Bundestagsabgeordneter kann ich Ihnen sagen, Deutschland engagiert sich in der Welt, wir geben da viel Geld aus,
investieren, aber wir machen das ja nicht uneigennützig. Deutschland ist ein Land, das davon auch profitiert. Und wir profitieren auch von Einwanderung. Und wenn 46% der Menschen in meinem Wahlkreis einen Migrationshintergrund haben, dann ist das keine Belastung und kein Elend und keine Schande, sondern eine Bereicherung. Wenn man in sich zwei Kulturen hat, zwei Sprachen, Geschichte, dann ist das eher ein Mehr und nicht ein Weniger. Da muss man das als Chance sehen und nicht als Schande. Und dann kann man stolz erhobenen Hauptes durch die Stadt und durch das Leben gehen, weil man gemeinschaftlich etwas hat, was andere nicht haben. Und deswegen soll man auf seine Geschichte stolz sein, deswegen soll man stolz sein auf das, woher man kommt, was man kann und was man ist. Und gleichzeitig muss man natürlich auch gucken, dass man in dem Land, in dem man ist, sich integriert. Aber Integration heißt nicht Anpassung. Das heißt eben nicht, dass man die Haare so trägt, wie andere sie tragen. Das heißt nicht, dass man anfängt, sich so unauffällig wie möglich zu verhalten. Das Gegenbeispiel steht ja hier vorne. Sondern, dass man so ist, wie man ist und dass man stolz darauf ist. Und das sollten wir gemeinsam tun und unterstützen. Vielen Dank.